So, wie ist mit Schaufeln aus? Was haben wir da? Keine Angel. Keine Schaufel. Das Schloss muss halt erstmal wieder anlaufen. Wir haben wieder Post. Lager ist fertig, schön. Träger ist dementsprechend da. Baumaterial kann rübergeschleppt werden. Und diese Straße ist gar nicht angeschlossen. Na gut, dann hierhin. Wenn die Straße nicht angeschlossen ist, kann man natürlich sehr wenig damit machen, nicht wahr? Und wir brauchen ein verdammtes Boot, aber wir sollten ein paar haben. Die Inventur ist wieder weg. Gib meine Inventur zurück. So. Wir haben aktuell 7 Schreiner. Wir haben ein paar viele Sägen hergestellt, fürchte ich. Wir haben viele Sägewerke. Also ist alles schon in Ordnung. Oh nein, seid ihr alle. Okay, es ist nur die Nahrungsmittelversorgung. Den fehlt an Fisch. Wenn wir angeln wollen, brauchen wir noch ein paar weitere Fischer. Aber wir kommen bei dem Punkt an, wo die Nahrungsmittel nicht wirklich dahin kommen. Obwohl wir mehr als genug haben. Die sind einfach nur überfordert, die zu erhalten. Baut zwecks dessen einfach noch ein paar Fischerhütten hin, damit wir immer in der Lage sind, was zu bekommen. Okay, der ist leer. Tschüss. Damit wir immer in der Lage sind, irgendwas an Nahrung zu bekommen. Mhm. Ja, habe ich mir schon gedacht, nicht wahr? Wem auch sei, warten, bis die hier voll gemacht sind. Und voll aufgestiegen sind. Wollen wir das hier wieder anschließen. So. Der Holzfall ist auf 1%, der auf ein paar. Oh Gott, die Schiffe. Ja, ich glaube, Apollo und Neptun sind im Eimer. Also Neptun steht jetzt einfach die ganze Zeit. Mehr als 2 Schiffe sollten wir wahrscheinlich niemals wirklich beschaffen. Die Venus macht was. Was? Warum Neptun? Alle, so, ach, sind beide hier zusammengesteckt. Venus, Apollo, Mars, Neptun. Wo ist die Mars? Oder ist die Venus wirklich das einzige Schiff, das aktuell irgendwas tut? Macht der Schlosser irgendwas eigentlich? Nö, nicht wirklich, weil er kein Eisen hat. Die Minen scheitern an der Nahrungsversorgung. Die Nahrung kommt hier einfach nicht an. Warum nicht? Weil hier keine ist. Weil die Schiffe einfach den verdammten Abgang geprobt haben. Wir haben, glaube ich, 3 Schiffe, die hier drin stecken. Ich glaube, die Mars ist auch hier. Nun, wenn die Schiffe jetzt einen Anfall leiden und dadurch alles zum Hals grindet, können wir natürlich nichts dagegen tun. Wir müssten dann hier sagen, dass wir eine eigene Nahrungsproduktion hier oben bauen müssen. Also das Einzige, was hier gerade geht. Alles klar. Machen wir das. Eigene Nahrungsversorgung. Denn ansonsten funktionieren hier keine Minen. Zum Glück die vorletzte Seewartmission. Ach, zum Glück. Denn wenn die, wenn die Venus jetzt auch noch abkaspert, dann müssen wir neue Schiffe bauen. Ah, jetzt sind da 2 Schiffe. Fahne abreißen. Fahne abreißen. Letzte Getreidefarm. Schmieden. Nein.
Mach einfach nur Pause. Wir müssen mit dem Eisen gerade gut umgehen. Schmelzen arbeiten, ich will sie keine Kohle bekommen. Setz eine Mühle. Setz einen Bäcker. Tschüss, Eselszucht. An dieser Stelle kommt eine... Ihr wisst schon, eine Schweinezucht. Und hier an dieser Stelle kommt ein Fleischer. Denn hier brauchen wir doch tatsächlich die unabhängige Nahrungsproduktion. Das war die ganze Zeit nicht nötig, bis die Schiffe abgekaspert sind. Denn die haben die ganze Zeit wunderbar Nahrung rübergeschleppt. Der hier hilft jetzt gerade. Aber die Venus carried das gerade alleine. Gut, Schiffsbauer, ich habe genug von dem Schwachsinn. Bau neue Schiffe. Mach. Wir brauchen neue. Die sind einfach abgekaspert. Das bringt nichts mehr. Müssen wir halt neue Schiffe bauen, weil immer ein Schiff hängen bleibt. Ich habe keine Ahnung, warum Schiffe einfach so einen Schlaganfall erleiden können. Ah, zumindest einmal ein verbautes Bergwerk. Dieses hier. Tschüss. Dadurch haben wir Land verloren. Das hier wird wieder gebombt werden. Das kannst du vergessen, mein Freund. Die Venus müssen das wirklich hier alles alleine machen? Lass es einfach alles aus der Göttin der Liebe hängen, oder was? Gehst du wohl weg? Wir müssen zweifel die Brunnen nochmal wegreißen, damit das hier, damit der Bauplatz wieder zum großen Bauplatz wird. Das werden wir dann tun, wenn es sein muss. Ein Schweinehirte braucht aber nichts, oder? Genauso wenig wie ein Eselzüchter. Na klar, wir brauchen den hier. Dann legen wir die Schaufel erstmal still. Sense haben wir noch übrig. Wir haben noch zwei Sensen. Läuft. Wir brauchen noch Nudelholz. Wie viele Bäcker haben wir? Zwei Fleischer, zwei Bäcker. Bäckerei. Bäckerei. Fleischerei. Fleischerei. Nahrung ist hier oben voll. Wir müssen also neue Gebäudedinge produzieren. Ein Müller braucht zum Glück auch nichts. Warum ist es ein kleines Gebäude? Welche Form der Lüge ist das hier? Hier war ein großes Gebäude. Ich will ein großes Gebäude haben. Ich reiß die Straße ein, wenn ich muss. Machen wir die mal weg. Die können wir wieder reinsetzen, wenn nötig. Aber erst müssen wir hier den Schweinehirten wieder kriegen. Wir haben eine Eselzucht eingerissen. Ich werde keinen Brunnen daneben setzen. An ihrer Stelle setzen. An seine. Wie auch immer. Okay, das war jetzt ein Transport. Das ist Verteilung. Transport, Nahrung geht ganz nach oben. Hat gerade leichte Priorität, auch für die Venus. Hier oben wäre Platz für den Schweinehirten. Gut zu wissen. Falls hier nichts wird. Und im Zweifel setzen wir einfach die Brunnen neu hin. Nach da hin. Verbrenn endlich! Hier können wir auch vielleicht noch eine Straße wegreißen und dadurch einen Schweinehirten hier hinsetzen.
Falls diese Trümmer nicht deinen großen Bauplatz preisgeben. Du produzierst mal gar nicht. Sonst nimmst du den Bauplatz weg, den wir ganz, ganz dringlich brauchen. Wie viel Getreide haben wir eigentlich? Okay, wir haben mehr als genug Getreide im Überschuss. Fehlt nur ein Schwein. Wie gesagt, mit denen hier müssen wir es gar nicht anlegen. Die werden durch die Katapulte hier im Zaum gehalten. Aber hier können wir halt nicht weiterkommen, solange die Schiffe nicht funktionieren. Und die Schiffe können nicht funktionieren, solange nur ein einziges Schiff hier alles macht und Leerfahrt noch läuft. Wir brauchen ein Boot. Wieso ist hier kein großer Platz? Spiel? Wo ist mein großer Bauplatz? Nope. Nicht da. Ich sehe schon, wie es ist. Durch die Existenz des Bauernhofs, nicht wahr? Weil wir den gebaut haben, ist hier kein großer Platz. Also ich möchte die Schweine jetzt nicht von da aus beziehen müssen. Das ist eine ewige Arschstrecke. Aber wisst ihr was? Wir tun das dennoch. Was soll das? Was soll das? Gut, Schweine. Der Metzger, den wir gebaut haben, kann das direkt vergessen. Der geht doch hier oben hin. Direkt neben den Schweinemann. Und dann möchte ich, dass ihr mir hier ein paar Brunnen hinstopft. So zwei Stück. In diesem Kontext scheiße das Raster. Ihr seid am Rand. Ihr stört hier niemanden. So. Liefert, was geliefert werden muss. Setzt hier noch einen Brunnen hin. So. Hieß es ganz nett, ein bisschen traurig, aber pff, macht man nichts. Verbautes Bergwerk? Gut, weg. Du verbrauchst unnötig Nahrung. Verbautes Bergwerk? Gut, weg. Du verbrauchst unnötig Nahrung. Wir wurden angegriffen. Habe ich gar nicht bemerkt. Gut, dass wir es abgewehrt haben. Wir können der Force in Front sagen, dass sie wieder zurück kann. Ein Militär, Force in Front, einmal raus. Warum? Nein, hört auf! Dieser Hafen hat Generalverbot. Was ist das? Jetzt müssen wir darauf warten, liebe Gabeinen, dass 20 Generäle einmal hier rüber und dann wieder darüber gehen. Was ist denn hier für ein Anfall? Oh, wir werden angegriffen. Folgendes. Lass mal bleiben. Holt mal wieder Nachschub. Weißt du, ich fange auch an, mich mit meinem Hafen zu langweilen. Thank you.
Ich glaube, das wird hier nichts. Nicht auf diese Art. Ja, wir könnten jetzt angreifen. Und dem richtig auf die Nase geben. Wenn ich sage, dass die Zahl der Angreifer nochmal höher zu sein hat. Aber was gewinnen wir dadurch im Moment? Wir werden uns doch nur ausdünnen. Na klar, wenn wir hier drüben angekommen sind, können wir mit Katapulten drastisch mehr machen. Wenn wir das hier haben, können wir Katapulte drumherum bauen und einfach in alle Richtungen bomben. Der Wachturm wäre schon ein gutes Investment. Ich weiß, dass ich nicht gespeichert habe, Spiel. Lass mich speichern. Wir haben aktuell noch 40 Generäle. Das ist an sich schon mal ganz gut. Lagert ihr auch bitte wieder aus. Geht da weg. Geht hier rüber. Ist die Venus, hat sich die Venus auch erhangen? Wo ist... Ah ne, die macht noch. Die macht zumindest noch Sachen. Die bringt einen Erkunder. Nee. Ich glaube, ich bin Erkunder, ja. Haben wir Boote im Hauptquartier? Nein. Wo haben wir die ganzen Boote? Da. Könnt ihr ein Boot auf das Schiff packen und darüber bringen? Bitte? Diese Karte mag uns wirklich nicht. Okay, voll. Schickt 6 Leute. Schickt 8 Leute. Nehmt das. Wirklich alle kommen aus der Festung hier? Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet habe, um die Wahrheit zu sagen. Nehmt das. Wir setzen ihn auf den Katapulte drumherum und bomben alles weg. Der Feind hat mir zu viele Steine. Der baut immer wieder seine verdammten Baracken hier auf. Und wenn die hier gebaut wird, wird er das Katapult sogar zerstören können. Das wollen wir ja nicht. So, Centurius, räumt das auf. So. Allmählich habe ich nämlich genug von eurem Schwachsinn. Der gilt jetzt auch aktuell als voll im Kampf. Von mir aus. Okay, die Diana ist jetzt auch unterwegs. Was transportiert sie? Einen Typen. Wirklich, Phoenix? Oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Unglaublich. So. Da kommt ein Katapult hin. Für euch alle in dieser... Okay, dann nicht dahin. Ich wollte gerade sagen, für euch alle in dieser groben Richtung, sterbt. Einfach, sterbt einfach. Es ist wirklich nicht so schwierig. Es kommt wie von alleine. So. Und dann sind wir alle glücklich. Ihr werdet auch bestimmt glücklicher, wenn ihr nicht mehr leben würdet. Senden Erkunder los. Der Feind greift hier auch wieder an. Wir bleiben defensiv und bomben die Gebäude um uns herum weg. Irgendwann werden die Roten eventuell die Soldaten ausgehen. Solange wir hier gute Soldaten drin haben. Ach ja. Starke Verteidiger. Füllt uns immer schon brav mit den besten Soldaten auf, die wir haben. Na klar, wir könnten jetzt einen kompletten Angriff mit den Gebäuden hier hinten machen. Aber dann müssten wir aus den Burgen raus. So.
Also das Schiff muss halt gebaut werden. Mal schauen, ob schon wieder ein Schiff da hinten hängen bleibt. Da ist die Diana, wo ist die Venus? Bitte, sei doch unterwegs. Schiffe? Schiffsregister. Neptun. Diana. Venus. Jupp, die Venus hat sich auch erhangen. Wir haben wirklich nicht die Erlaubnis, mehr als ein einziges gesamtes Schiff zu haben, oder? Was ist mit dem denn passiert? Hat den einfach weggerissen? Das Katapult hat er nicht beschossen? Wieso haben wir nur zwei so... Ach ja, die kämpfen hier gerade. Die haben auch keine Bergwerke mehr. Den werden die Soldaten ausgehen. Solange wir hier gut standhalten. So, die Schlosserei. Wir haben jetzt inzwischen einen dritten Fleischer. Keine Fleischermesser mehr. Wir haben 6 Angler. Keine weiteren Angler mehr. Uns fehlt noch der dritte Bäcker. Der muss noch gemacht werden. Du darfst jetzt produzieren. Hab ich beinahe vergessen, dir wieder zu erlauben. Im Sinne von, habe ich vergessen, dir zu erlauben. Hier, nimm das ganze Feld hier für dich. Die stürmen hier einfach aggressiv die ganze Zeit gegen uns an. Haltet Stand! Ihr wisst, wie es steht, Leute. Rom ist Zivilisation. Rom ist Ordnung. Rom ist Macht. Und ihr seid hier hinten Rom. Also an die Arbeit. Tötet einfach alles. Lasst diese ungewaschenen Barbaren einfach an euch abprallen. Bündet sich das Lagerhaus wieder besser an. Bergwerk ist verbraucht. Du? Du bist leer? Verzieh dich. Wie sieht's mit Erz aus? Was haben wir davon? Gar nicht mehr so viel. Feindliches Gebäude eingenommen, wissen wir. Du bist leer. Dann hör auf, die Nahrungsmittel zu fressen, die für bessere Leute gebraucht werden. Ein weiterer Stück. Die Diana ist fertig. Dieses Gebäude haben wir Land verloren. Schon wieder. Immer noch. Wie dem auch sei, das Katapult regelt das dann gleich. Keine Briefe. Der Spätum wird niemals fertig werden, oder? Das Baumaterial liegt hier schon bereit. Liegt es in der Wasserstraße? Hat die Schiffe gekillt? Ist es das? Scheinbar nicht. Scheinbar sind sie einfach blöd geworden. Die reißen die Gebäude teilweise ab, um Soldaten zusammenzuziehen, damit sie in der Lage sind, Angriffe zu machen. Die sind inzwischen zum einen krass, dass die Kelly das tut. Dass die Kelly auf die Idee kommt, Gebäude einzureißen, um Soldaten für einen Angriff frei zu bekommen. Zum anderen, gutes Zeichen für uns. Das bedeutet, ihnen gehen die Soldaten langsam aus. Okay, wir können die Generäle von hier hinten aus nachziehen, glaube ich. Müssen wir aber gerade nicht. Uns gehen Soldaten noch nicht aus. Dennoch
Bist du angreifbar? Du bist noch angreifbar. Ich würde gerne vielleicht auf halbe Besetzung runtergehen, deswegen. Aber noch kriegen wir gute Verstärkung. Also noch ist nicht nötig. So. Was willst du, Katze? Ich weiß, es ist Stream-Beendigungszeit. Dessen bin ich mir bewusst. Aber 5 Minuten noch. Ah. Ist der dritte Bäcker inzwischen da? Nein. Warum haben wir kein verdammtes Nudelholz? Hör auf mich zu beißen, Katze. Was soll das? Da guckst du was? Da guckst viel zu zufrieden. So. Wir haben 73 Goldmünzen. Die kommen auch nirgendwo hin. Wunderbar, Phoenix. Und ja, Abysses. Der ist schon niedlicher. Und er war viel zu zufrieden mit der ganzen Welt. Was ist das für eine Hütte hier? Das ist ein Lagerhaus, schätze ich. Aua. Er ist unzufrieden, deswegen beißt er mir ins Handgelenk, um mir zu sagen, yo, Fütterzeit. Aber ich stimme nicht zu. Ich habe noch eine Minute, bevor das Stream offiziell enden muss. Ui, da geht der Katapult, da fliegt das Katapult. Ja, die haben aber noch gut Soldaten, wie wir sehen. Die Gebäude hier sind noch nicht komplett leergeräumt. Wo ist... Okay, Diana arbeitet noch. Bleibt nicht einfach in der Weltgeschichte hängen. Pass auf. Diese Wasserstraße, die wird sowieso nichts. Vielleicht ist die ja schuld. Ich greife mir eventuell Stroh an. Vielleicht kollabiert das Spiel aber auch einfach, sobald man diesen Hafen hier betritt. Was nicht gut wäre, denn wir bräuchten noch eine ganze Menge Zeug hier drüben. Und dann haben wir wirklich einen großen Schiffsverbrauch. Und dieses Katapult kann sich um die beiden kümmern. Dieses hier kann das hier beschießen. An das glaube ich nicht so ganz, aber das hier ist auf jeden Fall auch drin. 3 Ziele, die beschossen werden können. Oh, ja, man hat falsches Gebäude getroffen. Ah, nun gut. Wer weiß, vielleicht wird Speichern und Neuladen das Schiff wieder retten. Wir speichern jedenfalls jetzt. Über diesen Spielstand. Schließen scheinbar alle Menüs, wie es aussieht. Und gehen mal raus. Ja, wir haben gespeichert. Und dann, liebe Gemeinde. Nächste Aufnahme geht's auf zum Tor und dann schauen wir mal, wie steht's überhaupt gerade von Kapiteln her. Die Schlange, die Seewege, die graue Insel. Und das letzte Tor fehlen noch. Also 4 Missionen noch, nachdem wir mit der fertig sind. Und dann geht's an die Weltenkampagne, die so aussieht. Ich bin mir noch nicht vollends sicher, was ich mir darunter vorstellen muss, aber das sehen wir dann. Mann, mein Gott. Phoenix! Bike! Sonst Hammer! Jedenfalls, liebe Gemeinde, bis zur nächsten Aufnahme. Wir sehen uns dann. Cheerio!